nachdem ich Nathan von den letzten Tagen, unseren Jobs und unseren Erlebnissen dort berichtet hatte, knüpfe ich jetzt an, wo er aufgehört hatte. Das heißt, ich beginne mit dem gestrigen Tag. Gestern Morgen sind wir in Bromma losgefahren und haben erstmal ein ganzes Stück zurückgelegt an Strecke, bis wir dann eine einstündige Mittagspause eingelegt haben. Danach haben wir die High Coast Bridge fotografiert. Das ist die drittlängste Hängebrücke Skandinaviens. Und danach waren wir in Skuleskogen Nationalpark. Das Interessante daran war, dass es schon so warm war, dass wir keine Jacken tragen mussten, aber noch Schnee lag. Das war eine sehr schöne Mischung. Dann hat aber der Weg aufgehört und wir sind teilweise in den Schnee eingesunken oder umgefallen, aber es ist gut ausgegangen. Genau deswegen sind wir dann weitergefahren nach Umeå, und haben dort übernachtet. Von dort aus sind wir dann heute Morgen losgefahren, bis wir in Kalix eine Mittagspause durchgeführt haben. Danach sind wir zur Santa Claus Village, die dann schon in Finnland war, weshalb wir jetzt eine Stunde Zeitverschiebung haben und es eine Stunde später ist. In der Santa Claus Village haben wir dann auch den Polarkreis überquert und auch anschließend wieder zurück überquert. Das heißt, wir werden ihn final erst morgen überqueren und dann sind wir auch schon zu unserem Hotel. Und jetzt sind wir hier. Genau.